Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Und wir sind zurück, so ein Quatsch. Wir sind hier bei einem komplett neuen Projekt. Und zwar, ihr seht schon, es ist Quantum Break. Es ist ein Game, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und ich habe neulich mal ein bisschen Steam durchgeforstet, was man halt so macht, irgendwie mal, wenn man ein bisschen Langeweile hat. So mal gucken, was gibt's denn Schönes. Und ich bin auf Quantum Break gestoßen. Ich habe mich noch gänzlich gar nicht gespoilert, außer dass ich ein bisschen was bei Steam gelesen habe. Und das fand ich doch recht interessant. Deswegen bin ich sehr gespannt und habe auch echt Bock mit euch, dieses Game zu zocken. Ich glaube, es ist recht kurz, das weiß ich aber noch nicht genau. Ja, wir werden mal schauen, was dieses Spiel für uns bereithält. Ich drücke mal Eingabe und ja. Wir sehen es schon, ich habe mich natürlich überhaupt nicht vorbereitet, aber dieses Gesicht ist durchaus bekannt, ist ein, ist jetzt also kein rein fiktive Person, sondern es ist tatsächlich ein Schauspieler, davon werden wir noch mehrere wiederfinden und ich jetzt groß hier am Sabbeln bin, starte ich meinen Timer und drücke mal auf neues Spiel. Wir zocken nochmal. Okay. Es wird geladen und wir schauen mal. Die Zeit ist Todesursache Nummer eins. Sie kriegt uns alle. Was Sie wissen müssen ist, die Zeit ist zerbrochen. Ein wachsender Riss führt zum Ende der Zeit. Und wir suchten was, um es in Ordnung zu bringen. Aber es ging schief. Paul Serene konnte uns aufhalten. Er hat Superkräfte. Jack? Wie ich auch. Wir versagten. Jack. Und natürlich gab es Zeitreisen. Jack. War das jetzt zu schnell? Okay. Was besprechen wir als erstes? Sagen Sie es mir. Nochmal von Anfang an. Als Sie zum ersten Mal zur Riverport-Universität kamen. Ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hatte. Mein Bruder Will war Wissenschaftler. Er war auch beteiligt. Paul meinte, es würde die Welt verändern. Er hatte recht. Hey, Mann! Pass auf, wo du hinfährst! Fick dich! Verschwinde von der Straße! Schlampe. Die Riverport-Universität. Wir sind da. Hey. Danke, Kumpel. Kein Problem. Sie waren 6 Jahre weg. Paul und ich waren in Kontakt geblieben, aber mit Will nicht wirklich. Vieles hat sich verändert. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ich war glücklich, Paul wiederzusehen. Darf ich jetzt auch mal was erzählen? Oh, Entschuldigung, geht gleich los, ne? Kaum darf ich erzählen, fange ich erstmal an, mich zu räuspern. Ja, okay, wir haben schon gehört, es geht um Zeitreisen. Ja, Punkt. Wir haben gehört, es geht um Zeitreisen. Ihr habt im Trailer eventuell gesehen, oh, es leckt ja ein bisschen, das gibt's ja gar nicht. Welcher bekannte Schauspieler noch mit am Start ist, und zwar, es war Kleinfinger aus Game of Thrones. Mir fällt auch da leider nicht der richtige Name ein, aber ihr wisst schon, wen ich meine, oder? So, wer bist du? Wir drücken E. Harte Nacht gehabt? Bier, ja, Jägermeister? Schei. Ach, ist doch jetzt auch alles völlig scheißegal. Ja. Okay, wenn du das sagst. Ich bezweifle, dass er hier draußen ist. Ich gehe besser auf den Campus. Okay, wir schauen uns um. Paul, ich bin gerade auf dem Campus angekommen. Wo steckst du? Wie schön, deine Stimme zu hören. Wenn du den Innenhof erreichst, dann schau nach rechts. Dort siehst du das schicke Physiklabor, in dem die Lichter an sind. Ich treffe dich dort drin.
Ich freue mich so. Du hast mir immer noch nicht gesagt, worum es hier geht. Ich weiß. Bis gleich. Warum um 4 Uhr nachts? Warum nicht bis zum Morgen warten? Paul war schon immer etwas dramatisch. Mhm, okay. Innenhof rechts. Okay. Sieht auf jeden Fall sehr spannend hier aus. Kann man hier hoch? Können wir? Ne, können wir gar nicht. Hm. Und irgendwie habe ich das Gefühl... Lass gut sein für heute. Es ist niemand mehr da, den du überzeugen kannst. Wenn du zu dieser Studentenverbindung gehörst, gut gemacht. Wir werden aufgelöst. Hey, ich komme in Frieden. Ich treffe mich hier nur mit einem Freund. Um 4 Uhr morgens? Ja, ich weiß. Nun, wir leisten Aufklärungsarbeit in Sachen Monarch Solutions. Wenn du wissen möchtest, was sie so auf dem Kerbholz haben, dann frag mich einfach. Okay, was haben die so auf dem Kerbholz? Gut, klär mich auf. Okay. Was würdest du davon halten, wenn ein Monopolunternehmen deine Lebensgeschichte komplett durch den Dreck ziehen würde? So viel zu Smalltalk. Gut. Denn die schicke Bibliothek dort drüben ist über 100 Jahre alt. Sie gehört zum historischen Erbe der Stadt und Monarch Solutions hat vor, sie morgen abzureißen. Möchtest du wissen, warum? Wir haben eine Grafik mit allen Details. Mhm. Na dann zeig. Muss ich mir die selber angucken? Hier, sieh dir die Grafik an. Bin ich doof? Wo denn? Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist... Ach, da drüben oder was? Es leckt echt ein bisschen, oder? Oder hängst du hier nur rum? Okay. Monarch reißt die Bibliothek ab, um ein weiteres Forschungslabor zu bauen. Und wofür das alles? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Um ihre Konzernagenda durchzusetzen. Schau dir diese Zahlen an. Nach und nach übernehmen sie die Stadt. Und niemand will es wahrhaben. Sieht nicht gut aus. Hey, ich muss mich jetzt mit meinem Freund treffen, aber gib den Kampf nicht auf, okay? Na gut, viel Spaß mit deiner Affäre. Nicht okay. Ganz. Okay, alles klar. Ich glaube, ich lese jetzt mal nicht alles vor, oder? Ich weiß nicht, ich lasse es mal. Mache ich sonst eigentlich immer ganz fleißig. Diesmal nicht, ich habe es, glaube ich, lange genug offen gehabt. Ihr könnt es lesen, wenn es euch interessiert. Wir machen jetzt hier erstmal weiter. Kann ich eigentlich... Oh, okay. Was ist hier noch? Oh. Ein Fernseher. Oh, ich sollte vielleicht mal lesen, was da oben steht. Finde Handlungsobjekte in der Welt, um tiefer in die Geschichte von Quantum Break einzutauchen. Du kannst dir bereits eingesammelte Handlungsobjekte im Zeitstrang-Menü T des Spiels anschauen. Okay. So viel dazu, ich lese nichts. Huch. Dark matter and dark energy constitute over 95% of our universe. We're just a speck of light floating in an endless ocean of darkness. Mhm. Hat ja auch was, ne? Im Computerspiel tatsächlich eine richtige Serie zu sehen. Na los, ich will jetzt nicht die ganze Zeit Fernsehen gucken. Okay, traumhafter Film, traumhaftes Video, ich weiß auch nicht. Okay, soll uns für den Moment mal reichen. Ich muss mal kurz, es tut mir leid, ich muss mal kurz die Optionen, die Anzeige ein bisschen runterstellen, weil ich habe einfach Sorge, dass das hier zu krass leckt. Also bei mir, ich sehe die CPU so hier auf meinem zweiten Monitor und die geht mitunter echt hoch auf 100% und das wundert da schon wieder. Und ich weiß nicht warum. Also irgendwie... Nicht sehr performant, möchte ich sagen. Ich hoffe, das leckt nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Nicht, dass wir hier Dia-Show haben. Eigentlich sollte mein Maschinchen das hier locker stemmen können. Ich
Ich kann ja mal kurz gucken. Begib dich zum Physiklabor. Ach, da hinten sollen wir hin. Okay. So. Geht's denn hier weiter? Nein, natürlich nicht. Okay. Gut. Okay, wir sind hier also an der Uni, so wie ich mitgekriegt habe. Und wir treffen uns mit unserem Bekannten, beziehungsweise wir haben ein Date, so wird vermutet. Und wir befinden uns in der Vorgeschichte. Und eigentlich sind wir bei irgendjemandem in einem Verhör und sollen unsere Geschichte erzählen. Paul war schon immer erfolgshungrig. Vom Erfolg getrieben. Er hat es auf eine ganze Reihe dieser junge Unternehmer des Jahreslisten geschafft. Und jetzt koordinierte er ein riesiges Projekt an der Universität. Für ihn war das eine große Sache. Hey, die Demo ist vorbei. Ab nach Hause. Alter, ich bin schon längst an dir vorbei. Wieso quatschst du mich jetzt voll? Wo ist Ihre Uniform? Was war das? Kommen Sie schon. Ich erkenne Wachleute, wenn ich sie sehe. Sicher, dass Sie hier rumschnüffeln wollen? Sollte das eine Drohung sein? Echt niedlich. Gehen Sie einfach weg. Liam Burke, ein Monarch Security Officer. Unser erstes Treffen war geradezu herzlich, wenn man bedenkt, wie unser nächstes Treffen ablief. Okay, spoilert er uns gerade schon so ein bisschen. Na gut, wir gehen mal weiter. Und schauen mal, was hier noch auf uns zukommt. Eine ziemlich lange Reise, nur um ein Forschungsprojekt zu sehen. Zwischen den Zeilen las ich, dass Paul unter sehr viel Druck stand. Er brauchte einen Freund. Ich wollte ihm helfen, so gut ich konnte. Gibt's ja gar nicht. Jack Joyce. Höchstpersönlich. Der hochverehrte Mr. Paul Serene. Wie geht's, reicher Mann? Halt die Klappe und komm her. Willkommen zu Hause. 6 Jahre. Ich dachte schon, du kehrst nie zurück. Ja, ich auch. Komm mit. Das ist Kleinfinger. Da lang. Ja, wir ja. Gehen nach oben ins Labor. Wir gucken hier erstmal. Geh du mal vor. Erste Klasse, danke. Ein deutliches Upgrade seit unserem Roadtrip nach Utah. Ich vermisse diese Zeit. Ich schätze, dass Will nicht zu uns stoßen wird. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich wusste, dass Paul Will um Hilfe bei seinem Projekt gebeten hatte. Will war die einzige Familie, die ich hatte, aber er war schwierig. Okay, was heißt das? Vorfall? Herrje, Will, was hast du diesmal angestellt? Okay, wie gesagt... Hey, Paul, glaubst du, du hast genug Platz hier? Nun, wir Geschäftsleute müssen ja irgendwo Golf üben. wie besprochen, ich lese es jetzt aktuell erstmal nicht vor. Ihr könnt es lesen, wenn ihr wollt. 3 von 16, okay. Gut, hier scheint nicht mehr viel zu sein. Da drüben vielleicht? Jetzt haben wir hier noch was? Kann ich hier noch irgendwo E drücken? Nee? Na gut, okay, wir kommen schon. Okay, der läuft viel langsamer als ich. Ich renne gar nicht, sondern ich, naja. Egal, wir schauen uns weiter um, ob wir noch eins dieser Sammelobjekte finden. Hier rein, Jack. Ja doch. Fahren wir nach oben. Hier ist alles zu, richtig? Ja, sieht so aus. Hier ist alles ein bisschen düster. Oh, der Komplex. Oh, hier können wir uns, das können wir uns anschauen. Also, das heißt anschauen, wir können es näher unter die Lupe nehmen. Die Anlage hier ist ganz ordentlich. Was soll ich sagen? Ich habe ein gewisses Talent, wohlhabenden Investoren das Geld aus der Tasche zu ziehen. Mhm. Hey, Jack. Hier drüben. Los geht's. Ja doch, ich komme ja gleich. So, und was haben wir hier? Wie ich sehe, sind Demos gegen Monarch gerade schwer in Mode. Ja, wundert mich, dass du da nicht mitmachst. Ich dachte, das wäre genau dein Ding. Nun, es war mal unser Ding. Du hast uns verraten. Ach, ich weiß nicht. Reich und erfolgreich ist auch nicht so schlecht. Solltest du versuchen. Ja, okay. Kann ich mir vorstellen, dass es was für sich hat. Okay, gut. Ich komme hier. Nein, da vorne ist noch ein Kohleautomat. Da müssen wir mal dran rütteln und machen Jack, und tun. Nimm mir den Fahrstuhl. Ja, na gut. Ich komme ja schon. So, zufrieden. Du verschweigst mir doch etwas. Geht es um meinen Bruder? Du machst dir immer noch Sorgen, hä? Wenn Will etwas falsch gemacht hat, dann... Jack, ich hatte einen Grund, mich bedeckt zu halten. Das Projekt, an dem wir arbeiten. Es wird die ganze Welt verändern. Ach, warum habe ich das Gefühl, dass ich es gleich mit einer deiner langen Präsentationen zu tun bekomme? Habt ihr die Knöpfe gesehen? Wie käme ich denn dazu? Dancing Buttons.
Oh, sieh mal, eine perfekt platzierte Präsentation zu unserem Projekt. Wer hat die da wohl hingelegt? Schockiert. Okay. Spaß beiseite. Zum Labor geht's da lang. Komm. Ja doch, lass mich doch mal gucken. Da geht's zum Labor, alles klar. Komm doch einfach zum Punkt. Du hast dich kein Stück verändert. Die Stadt hatte sich verändert. Paul hatte sich verändert. Es fühlte sich nicht richtig an, zurück zu sein. Es ist immerhin Ihre Heimatstadt. Haben Sie in den 6 Jahren nie das Verlangen verspürt, zurückzukehren? Das Verlangen, fortzubleiben, war größer. Hier okay. Drüben, Jack. Das ist es, woran ich gearbeitet habe. Ja, nervt nicht. Ich muss mir doch erstmal deine Einrichtung angucken. Du solltest doch wissen, wie das läuft. Okay, dann schauen wir uns mal an, woran du gearbeitet hast. An der blauen Tür. Verstehe. Ne? Und? Zeig es uns. Willkommen zum Projekt Promenade. Okay. 5 Minuten vor dem Riss in der Zeit. 9. Oktober 2016. Das sieht doch schon wieder sehr interessant aus. Ach du Scheiße. Du sagst es. Ihr müsst eine Menge Kohle zur Verfügung haben. Was ist das hier alles? Die Zukunft, Jack. Vor dir siehst du die größte Entdeckung unserer Zeit. Sehr beeindruckend, aber Will ist der Wissenschaftler. Wozu brauchst du mich? Es gibt einen Grund, warum wir das hier um 4 Uhr morgens machen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Du musst mir helfen, Will zu überzeugen. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Okay. Als dein Bruder das Ausmaß unserer Anstrengungen erkannte, da... Nun ja, du kennst ja Will. Ja. Warte, ich muss was von meinem Schreibtisch holen. Will hat überreagiert. Er hat die Investoren vergrault, indem er behauptete, es gebe Rechenfehler, große Risiken. Alles ohne jeglichen Beweis. Es funktioniert, aber sie werden uns die Mittel kürzen, wenn ich es nicht beweisen kann. Wie ich sehe, weißt du immer noch nicht, was Privatsphäre ist. Irgendjemand muss dich doch im Auge behalten. Okay. Er geht also darauf ein, wenn wir uns hier umschauen. Okay, auch nicht schlecht. So. Ja, ist mir, wie gesagt, aktuell so ein bisschen zu viel zu lesen. Wir wollen ja hier auch ein bisschen vorwärts kommen. Wir haben uns das alles schon angeschaut, okay. Und jetzt, zeig mir mal den Riss in der Zeit. Beziehungsweise, die Jack, beiden wissen ja zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht, dass du was weißt, passiert. Du weißt, dass es mir schwerfällt, um Hilfe zu bitten. Habt ihr nie so... Ich stecke wirklich in der Klemme. Du musst verstehen, dass die Tests, die ich hier durchführe, nicht so ganz legal sind. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann. Was Will auch getan hat, ich will es wieder in Ordnung bringen. Ich habe meinen älteren Bruder geliebt, aber er hat es mir nicht leicht gemacht. Im Wesentlichen ist alles schon vorbereitet. Aber du bist derjenige, mit dem ich das machen will. Jack, ich danke dir. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Okay. So. Ja, okay, wir haben wieder was zu lesen. Kommst du nach Hause? Okay. Ach, okay, korrespondent, ja, alles klar. Ich scroll mal wieder durch, der Typ hier hinten rennt schon mal los. Ui, seht ihr das? Oh Gott, ich sehe jetzt erst den Scrollbalken, meine Güte. Okay, ich scrolle. So, Geldsack, ja, schön. So, zack, zack, zack. Dann haben wir das auch. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns hier noch weiter umschauen können. Wo führt diese Luftschleuse hin? Du solltest lieber fragen, in welche Zeit sie führt. Boah, jetzt gibt man nicht so an. Okay, wir hatten eben schon 7 von 16 Objekten. Also, wie viel können was wir ist das kommen? Hier? Korridorschemata. Wenn man sich im Uhrzeigersinn bewegt, reist man in der Zeit vorwärts. Gegen den Uhrzeigersinn rückwärts. Oh, das ist so, als hättest du eine Uhr erfunden. Richtig. Jahre vor unserer Zeit. Okay. So, hier noch was Interessantes. Können wir auf den Knopf drücken? Nee, können wir nicht. Okay. So, dann zeig doch jetzt mal. Spannest du nicht so auf die Folter? Du musst ja den Hebel dort drüben betätigen, an dem Kronanleitung steht. Dadurch wird der Kern aktiviert. Ich werde eine Diagnose durchführen und dafür sorgen, dass er stabil bleibt. Okay, wir sollen einen Hebel ziehen, habe ich richtig verstanden? Wir sollen einen Hebel ziehen. Wir stellen uns mal direkt davor. Na, gehen wir einen Schritt rüber. Los. Na gut. Und...
Okay. Ich glaube, Scheiße ist incoming. Da wird nur die Kronon-Leitung initiiert. Okay, klar, das wusste ich. Wir drücken. Sicher, dass das so richtig ist? Die Messung ist stabil. Was war das? Okay. Strange war das. Der Kern repliziert die Auswirkungen eines mikroschwarzen Lochs. Ihn zu aktivieren kann also ein wenig heikel sein. Ein schwarzes Loch? Was genau testen wir hier? Das wirst du gleich sehen, hier entlang. Okay, Strange. Wir müssen den Korridor anheben. Wie in alten Zeiten, was? Ein bisschen illegal und ein Stück weit unverantwortlich. Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte früher schon so einiges mit Paul getrieben. Aber das hier war etwas anderes. Allerdings wusste ich immer noch nicht, wie schwerwiegend und weitreichend die Konsequenzen sein würden. Wie konnte ich auch? Aber ich kannte Paul. Er spielte den Coolen, aber ich sah, dass er nervös war. Es ist soweit. Wir machen es wirklich, Jack. Das wird der Wahnsinn. Okay, das hatten wir schon. Ich war mir nicht sicher. So, los, sprich, erzähl, zeig uns was. Das sieht ja strange aus. Hier, nimm okay. diesen Schlüssel. Du brauchst ihn, um den Korridor zu aktivieren. Hast du uns den jetzt gerade zugeworfen, oder was? Okay, ach so, nee, hingelegt. Alles klar, nichts gesagt. Für die Aktivierung müssen wir beide Schlüssel gleichzeitig umdrehen. Reine Sicherheitsmaßnahme. Bereit? Wie bei einer Atombombe. Warte, wir aktivieren doch keine Atombombe, oder? Finden wir's raus. Na, 3, 2, 1. Verdammt, Paul! Was ist das? Der Korridor. Der Passagier tritt am einen Ende ein, folgt der Schleife, tritt am anderen Ende wieder aus und erscheint zum festgelegten Zeitpunkt dort, wo die Maschine genau dann physisch steht. Passagier? Warte mal, dieser Korridor ist für... Du hast tatsächlich vor, in das Ding zu steigen? In die Maschine? Durch die Zeit? Das ist eine verdammte Zeitmaschine. Okay. Ich werde der Erste sein, Jack. Mit dir als Zeugen. Das ist verrückt, Paul. Das kann ja wohl nicht sicher sein. Was ist, wenn... Unser Team hat in der Testphase bereits bewiesen, dass es funktioniert. Sie ist bereit. Wir haben jeden einzelnen Test bestanden, jede einzelne Inspektion. Wir sind dabei, Geschichte zu schreiben, Jack. Du musst einfach nur diesen Schalter umlegen. Okay, 2 Minuten in die Vergangenheit. Okay, wir legen aber sowas von den Schalter um. Huch. Wenn wir nah genug dran stehen. 2 Minuten in die Vergangenheit. Merk dir diesen Moment. Okay, wie strange. Paul, was? Wie? Keine. Okay. Keine Sorge. Alles okay, bleib ruhig, Jack. Bleib ruhig? Jetzt gibt es dich 2-mal. Du hast dich verdammt nochmal vervielfacht. Das hier ist genau das, was passieren sollte. Dass er ist eine Zukunftsversion von mir aus... 2 Minuten in die Zukunft. Ein böses Zukunfts-Ich. Geschafft! Einfach unglaublich. Ich meine... Was das für uns bedeutet. Wir könnten die Menschen vor Unheil warnen. Unheil warnen, Krankheiten heilen, bevor sie sich ausbreiten. Die Unterhaltung hatte ich gerade. Hört sich beim 2. Mal immer noch gut an. Meine Güte. Jetzt geh du in die Maschine. Du musst den Kreis schließen. Ja. Ja. Natürlich. Warte, Paul, was tust du? Es ist alles eine Schleife, Jack. Ich muss in die Maschine und zu dem Moment zurückreisen, an dem ich die Maschine verlassen habe, um hier zu sein. Und wenn du das nicht tust? Es gibt kein Was, wenn. Ich bin hier, es ist schon geschehen. Du hast es gesehen, Jack. Wir haben es geschafft. Nein, das ist unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Ich kann gar nicht... Wir können jetzt nicht aufhören. Wir müssen die andere Richtung testen. Stell die Maschine auf 5 Minuten in die Zukunft ein. Okay. Gut. Wir haben schon mal gesehen, worum es hier geht.
Ja, Zeitreise. Geiles Thema, keine Frage. Immer wieder sehr spannend, interessant und manchmal ein bisschen merkwürdig. Ja, auf jeden Fall soll es darum in unserem ich Spiel gehen. Ich weiß nicht recht, Paul. Genieß das hier, Jack, was wir tun, hier, in diesem Moment. Darüber wird noch jahrhundertelang geschrieben werden. Ich gucke mir gleich nochmal an, wie das jetzt mit der Aufnahme gelaufen ist, ob, weil irgendwie, wie gesagt, CPU 100% und so, nicht lustig. Ob das ablieferbar ist. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge, quasi jetzt gleich, wieder mit am Start. Und von daher, bis dahin, euer Showtime. Tschüss.